Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf unserem Kanal All About Football. Heute gibt es mal ausnahmsweise eine Icon-SBC, die wir abschließen werden. Und zwar ist das der gute alte Nedved und ich würde auch mal sagen, wir starten da mal rein. Und es gibt 7 Challenges abzuschließen, jeder fängt mal klein an. Auf dem Weg an die Spitze und Weltklasse, das sind diese 3 SBCs, die sind immer dabei. Dann gibt es noch Ikonenstatus, wo wir eine Ikone eintauschen müssen. Eine 83er SBC, eine 84er SBC und eine 85er Gesamtbewertung SBC. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit jeder fängt mal klein an. Also das ist ganz easy, ihr müsst einfach 11 Bronzespieler eintauschen mit einer Teamchemie von 75. Und wichtig ist dabei zu sagen, dass diese Bronzespieler auch selten sind. Und ja, dann würde ich sagen, schicken wir das ab. Ja. Das Silberpack können wir jetzt mal eben öffnen. Und ja, das ist jetzt auch nicht das Tollste von dem Video, aber wir wollen jetzt einfach diese Pack mal ziehen. Aber ganz ehrlich, ihr könnt diese SBCs könnt ihr halt auch machen, wenn ihr selbst wenn ihr diese Icon-SBC nicht abschießen wollt, könnt ihr diese SBC machen, um Coins zu kriegen, weil die lohnt. Also, das muss man echt mal so sagen. Also, die lohnt halt echt. So, und die zweite SBC ist auf dem Weg an die Spitze. Da ist das gleiche Prinzip, nur halt mit Silberspielern, die selten sein müssen. Wir haben das Ganze mit der kolumbischen Liga gemacht und dann haben wir noch einen englischen Dritte-Liga-Spieler reingehauen, Schweizer Erste Liga und Deutschland Zweite Liga. Und ja, dann würde ich sagen, schließen wir das auch ab. Dafür kriegen wir ein Goldspieler-Pack. Das öffnen wir erst gleich. So, und ihr seht, man muss 9 seltene Goldspieler eintauschen und 2 Informs. Die einzige Änderung ist halt, dass man 2 Informs eintauschen muss. Ist egal, Hauptsache Gold-Informs. Und ja, ich würde sagen, ihr könnt es gerne nachbauen. Ich weiß nicht, ob Stockley gestiegen ist, aber eigentlich müsstet ihr das so nachmachen können. Das Ganze kostet so um die 30.000 Münzen. Ist in Ordnung. Und ja, schließen wir auch ab. Abfahrt. So, jetzt haben wir schon ein 30k-Pack hier noch am Start. So, dann kommen wir. Wir machen das alles. Ich würde sagen, wir machen Ikonenstatus als letztes. Und 83er Gesamtbewertung habe ich so abgeschlossen. Mit, ganzes 83er Team und ein 84er, Grifo und Mandy. Also Mandy ist ein Erstbesitzer, den habe ich schon mal untradable gezogen. Und Grifo habe ich auch gezogen, das heißt, ich glaube die beiden kosten so um die 17, 18k. Das ist auf jeden Fall nicht billig und der Rest ist halt auch untradable. Aber wenn ihr das Ganze abschließen wollt, ich glaube das kostet 50.000 Münzen. Ist meiner Meinung nach noch im Rahmen. Und ja, das ist auf jeden Fall noch okay. Wir kriegen ein 45k-Set dafür. Ich würde sagen, wir schließen das Ganze auch ab. Haben wieder genau die Teamchemie getroffen. Jetzt haben wir noch ein 45k-Pack. Dann würde ich sagen, gehen wir in die 84er Gesamtbewertung SBC rein. Ja, und das ist auch alles untradable. Außer halt Mandy. Der hat mich 18,5k gekostet. Und also ich muss sagen, ich habe für diese SBC natürlich jetzt, also ich habe für diese SBC auch nur 18.500 bezahlt. Wenn ihr das Ganze so machen würdet wie ich, wäre das Ganze schon zu teuer. Also so würde ich das nicht nachbauen, weil der Rechtsverteidiger halt auch ein bisschen reinscheißt, also weil der teuer ist. Aber wenn ihr das untradable habt, könnt ihr das gerne so abschließen. Ich will euch nochmal zeigen, wie ich das Ganze abschließe. Es soll jetzt nicht sein, dass ihr das genauso nachmacht, weil das würde ich euch nicht empfehlen. Aber ich habe halt Batshuayi aus den, wie heißen die nochmal, Futau-Stils. Und jetzt habe ich den untradable und so einen hochgerateten Spieler, habe ich gedacht, den stecke ich auch mal in eine SBC. Weil mir fehlte eh ein Token zum 100k-Set und dann habe ich einfach gedacht, nämlich das ist für eine eigene SBC ganz gut. Ja, spart man sich 30.000, ist manchmal besser als ein 100k-Set, weiß man nicht. Auf jeden Fall würde ich schließen wir das Ganze ab. Und ja, ich weiß nicht, wenn ich das jetzt alles tauschbar, wenn es tauschbar wäre, hätte mich das bestimmt 70, 80k gekostet, wenn ich das jetzt nicht so nachgebaut hätte, sondern anders nachgebaut hätte. Die billigste Lösung. Naja, ich würde sagen, wir tauschen das Ganze ein. Let's go, 84er Gesamtbewertung.
50k-Set ist da, das zweitbeste Pack für den heutigen Tag. Und hier kriegen wir nochmal ein Jumbo-Premium-Goldspieler-Pack. Wir haben halt hier Falcao für 8k kaufen müssen. Dann Mertens für 27k, Feke für 11,5k und Kimpembe für 2,8k. Dann kommen die Informs, da haben wir Mena für 16k gekauft, Palois für 15k. Navas haben wir für 25,75 gekriegt, das ist ziemlich billig für den 87er. Und ja, ja, für diese SPC habe ich am meisten bezahlt. Ja gut, für diese SPC haben wir um die 90 bis 100k bezahlt. Ich würde sagen, wir schließen das Ganze in 3, 2, 1, let's go, ab. Das tut schon ein bisschen mehr weh bei den Spielern, die man da reinballert. Also jetzt kommen wir zu der Ikonenstatus-SPC. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja damals für diese Icon-SPC, für diese Baby-Icon-SPC, 130k bezahlt, weil ich so viele Untradable-Spieler dabei hatte. Also weil ich so viele Untradable-Spieler in meinem Verein hatte. Und jetzt für diese SPC vom Netwert, weiß ich nicht, habe ich vielleicht, keine Ahnung, auch so 130k bezahlt oder so. Ja, irgendwie so. Das heißt, ich habe für Icon-Netwert einfach 250k bezahlt, was wirklich nicht viel ist. Also mit der Icon jetzt und ja, das war eine Icon for free. Den werde ich eintauschen, weil der normalerweise auch 400k kostet. Das ist halt so eine Eintausch-Icon. Ich finde, der ist ganz gut von den Stats her, wenn du den so als Sub spielst. Aber jetzt keine Icon, die man unbedingt behalten muss. Und ich würde sagen, wir schicken das Ganze ab. Es tut schon weh, so eine Icon abzuschicken, aber das ist eh untradable. Ich würde sagen, wir schicken das Ganze ab und let's go. Bam, und jetzt kriegen wir noch das 100k-Set und da ist Pavel Nedved. Und die Karte sieht lecker aus. Wenn du dem was aufs Tempo haust und auf den Schuss, oh, der sieht richtig geil aus. Der sieht richtig geil aus. Und ja. Oh, Icon im Pack. Nein, Spaß. Und ja, da ist diese geile Icon-Flagge oder der Icon-Ring. Und linkes Mittelfeld, Tschechien und Nedved ist am Start. Mit seiner Legendenfriese. Ja, moin. Und der wird in der nächsten Weekend League getestet. Ihr werdet auch in Zukunft, also beziehungsweise zu der Weekend League hin, am Wochenende, werdet ihr meinen Team-Umbau mal sehen. Ich werde euch mal zeigen, wie ich mein Team umbaue. Könnt ihr mir ja gerne mal am Freitag eure Meinung reinschreiben, was ich noch verbessern kann und so. Aber ist jetzt auch egal für dieses Video. Ja, wir können uns seine Stats mal genauer anschauen. 5 Sterne schwacher Fuß, das ist einfach nur geil. 4 Sterne Spezialbewegung ist einfach auch nur geil. Ich brauche keine Skills und so. Digga, der ist krass, der Typ. Wenn du diese SPC abschließt und keinen Spieler in einem Verein hast, irgendwie der für diese SPC notwendig ist, dann bezahlst du 650.000 für diese SPC. Mit den Packs holst du bestimmt noch 50 bis 100k raus. Das heißt, du bezahlst für so einen Spieler 550k. Das ist echt nicht viel. Wenn du überlegst, ein Neymar kostet, ich glaube, 400k und der hat ein Rating mehr, aber ich finde seine Stats nicht so geil wie die vom Netwert. Also, da tut sich nicht viel. Also deswegen ist es, und du kannst halt, der Vorteil ist, eine Icon kannst du mit allem linken. Gucken wir uns seine Stats mal an. Also 84 Antritt, Sprintgeschwindigkeit 85. Natürlich ist sein Tempo ausbaufähig, aber das ist auch der einzige Stat, den ich jetzt nicht so geil finde. Aber dafür gibt es ja Chemistry Styles. Und ja, Passspiel braucht man nichts sagen. Schlechtester Wert ist Efe. Mit einer 86. Die schlechtesten Stats bei Schuss sind 84er Abschluss und 11 Meter 84. Fernschüsse 94 ist anders. Schusskraft 92 ist krass. Stellungsspiel 90, oh mein Gott. Und dann kommen wir zum Dribbling. Da ist ein schlechtester Wert Balance. Beweglichkeit 82. Ja, das ist halt ein bisschen doof. Aber Ruhewert 84 geht völlig klar, Ballkontrolle 92, Reaktion 88, Dribbling 92. Defensive ist nicht interessant, aber ich finde ganz ehrlich, aber dafür, dass es ein Mittelfeldspieler ist, hat er schon defensiv auch seine Qualitäten. Also ich meine, 60er Defensive sieht man auch nicht oft bei so einem offensiven Spieler. Und ja, Physis, also da braucht man nichts sagen. Ausdauer 90, das ist geil. Stärke 75 ist auch völlig okay, mehr als okay sogar. Aggressivität 85 und Sprungkraft 70 ist jetzt nicht so geil. Ich finde ein geiler Spieler. Ich habe mega Bock auf den. Das ist eigentlich, finde ich, so die Icon, die ich am meisten haben wollte. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch mal in die Packs rein. Abfahrt!
Ja, Goldspieler-Pack, ja, da kommt wahrscheinlich nichts, aber man weiß ja nie. Ja. Ist zumindest ein Idris. Na okay, was heißt zumindest ein Idris? Das ist ein 75er Rare-Spieler. Das ist das Schlechteste, was geht. So, dann würde ich sagen, machen wir als nächstes weiter mit dem ja, seltenen Elektrum-Spieler-Pack. Vielleicht ziehen wir hier sogar einen Walkout aus einem der Packs. Das fände ich nice, das ist mein Ziel. Aber wir haben erstmal eine Leinwand am Start. Spanien, rechter Verteidiger. Und das ist Roberto. Das ist nicht schlecht. Das ist einer der besseren 84er. So, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Prime Goldspieler-Pack. Ja, kein Walkout. Und auch keine Leinwand. Schade. Das ist natürlich nicht so gut. Und das müsste Ömer Toprak sein, ja. Dann kommen wir schon zu den drei besten Packs. Wir starten rein mit dem Jumbo Premium Goldspieler Pack. Ja, keine Leinwand aus so einem Pack ist natürlich schon ein bisschen belastend. Und das ist Bakambu. Und dann würde ich sagen, machen wir das 50-Karte-Gold. Es ist ein Walkout, nice. What the fuck, es ist eine Karnevalskarte. Let's go, Spanien, Rechtsverteidiger. Und das ist Hector Bellerin. Let's go! Let's go! What the fuck? Let's go! Ich meine, das ist die schlechteste Karte, aber... Come on! Und damit haben wir die Coins wieder raus. Alter Schwede, das... Auf sowas hab ich drauf, das war mein Handy. Ey, das kann nicht wahr sein. Was ist mit meinem Packlack los? Wir ziehen aus einer Icon-SBC. Ziehen wir einen Karnevalspieler. Ich meine, ah, schade, dass es die schlechteste Karte ist, aber trotzdem. Geil! Krass. Und wir gucken in 3, 2, 1, was dahinter ist. Das ist ja echt krass. Hätte ich nicht gedacht. Oh mein Gott. Ja, und ein Schmeichel noch, ein 84er. Moin, der bringt einfach 200.000 Münzen. Er ist vom Wert her auf jeden Fall nicht der schlechteste, aber... Ey, Digga, das ist ja nicht wahr. Ich zieh Hector Bellerin Karnevalkarte, Digga, das ist... Okay, dann würde ich sagen, machen wir das letzte Pack auch noch auf. Und zwar mit der Nase des Packlucks. Come on. Okay, kein Walkout. Das Packlack ist jetzt auch aufgebraucht. Ja, aber wir wollen das Ganze auch noch ziehen. Und das ist Frankreich, Stürmer und nochmal ein 85er Lacazette. Das ist auf jeden Fall nice. Geht natürlich besser aus einem 100k-Set. Da kann man sich schon mal einen Walkout erhoffen. Aber wir haben einen Karnevalspieler gezogen. Geile Scheiße. Und hier ist der gute alte Bellerin. Wir haben Karneval-Bellerin gezogen. 200k ist der Typ wert. Krass, einfach nur krass. Hätte ich nicht mit gerechnet aus einem 50k-Set. Er ist einer meiner besten Spieler, die ich dieses Jahr gezogen habe. Neben meinen Ikonen und Sergio Ramos, Man of the Match, glaube ich. Ja, der, also ich glaube ich sogar der Beste danach. Also keine Ahnung, aber ist auch scheißegal. Aber ich meine, natürlich ist es schade, dass wir keinen besseren gezogen haben. Aber es gäbe, glaube ich, sogar noch einen schlechteren. Lori wäre, glaube ich, weniger wert gewesen. Aber trotzdem, keine Ahnung. Er ist schon echt stabil, wenn man sich seine Werte anguckt. Ist ein guter Rechtsverteidiger. Und ich werde ihn auch sofort verkaufen und nicht den Fehler machen, wie mit Inzaghi da, als ich den, keine Ahnung, für 200 oder 250k sogar weniger verkauft habe, weil ich zu lange gewartet habe. Ja, aber nice. Ich würde sagen, falls euch das Ganze gefallen hat, smasht gerne den Like-Button und nimmt die Kommentare auseinander, nimmt den Like-Button auseinander. Gönnt mir ein Abo. Würde mich mega freuen, Jungs. Und ja, Glocke ist natürlich auch geil, wenn ihr die aktiviert. Dann würde ich sagen, bin ich für heute raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao.